Und willkommen zurück bei Summer in Mara. Wir haben eine Nacht am Hafen verbracht und müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier irgendwie wegkommen. Es geht zu Saimi. Denn unsere Missionen sagen... Nein, Mission war an der anderen Seite. Hier. Bringen Saimi was zu essen. Haben wir. Und reden über die Elitfrau. Dann können wir gleich mit Aquila reden. Und dann müssen wir endlich zu unserer Insel zurück. Und ein paar Fische fangen. Baue eine Mine, müssen wir auch noch. Und nach Nakitu fahren. Genau. Bring Onzo die leckeren Nudeln. Das machen wir heute alles. Also, erstens Onzo. Zweitens Aquila. Drittens Naimi. Morgen. Ich habe die Nudeln mitgebracht. Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß nicht genau. Ich habe einfach nur mit Taka geredet. Das war alles? Na, selbstverständlich. Meinem Charme kann niemand widerstehen. So, einmal Nudeln. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gut. Dann ist jetzt Aquila dran. Wo war denn der? War doch der Weg hier, wa? Ja, da oben. Was, der hat zu? Ah nein, er hat offen. Ab 10 Uhr. Guten Morgen. Noch nicht, nein. Ich kann in diesem Buch einfach nichts lesen und die Bilder sind so klein. Hast du nichts anderes zu tun, als mich zu stören? Ja, aber ich hatte Lust vorbeizuschauen, weil du so alleine aussiehst. Wie sieht dein Zuhause aus? Ich wohne in einem winzigen Haus. Es würde bestimmt ohne Probleme in einzelne Zimmer passen. Dann sollten wir ihm einen Hauch von Eleganz verleihen. Wie findest du meine Statuen? Ja, sie sind wirklich schick. Es sind Kopien von Statuen, die der Marine gehört haben. Und während alle anderen bei der Marine gearbeitet haben, habe ich die Statuen abgemeißelt. Pass auf, ich gebe dir eine der Statuen als Dekoration für deinen Garten. Wenn sie dir gefällt, kannst du jederzeit zurückkommen und weitere Statuen kaufen. Eine elegante... Ja, gut. Machen wir. Ah ja. Was man so elegant nennt, wa? So. Da fällt mir ein, wenn wir jetzt den verbesserten Hammer haben, dann müssen wir doch eigentlich auch das Goldzeug, was wir bisher nicht einsammeln konnten, einsammeln. Ich drehe mal hier unten eine Runde. Hier hängt doch immer was. Da. Nee, das war das Kupfer. So. Oh, da ist ein Apfel. Den nehmen wir auch noch mit. Ich bin am Überlegen, ob es was bringt, wenn wir unsere Bäume zu Hause ein bisschen symmetrischer anordnen. Dass ich nicht immer über die ganze Insel rennen muss. Hier, das Zeug. War das jetzt Silber? Natürlich ist das Silber. So, warte mal. Ich muss mir, glaube ich, noch irgendwas reinpfeifen. Fischsuppe, eine Pilzsuppe. Was können wir denn essen? Ach komm, hier. Und noch ein davon. So, weil dafür habe ich nämlich hier unten irgendwo gerade Beeren gesehen. Oh, hier gibt es so viele. Das können wir alle verkaufen. Warte mal, was wir jetzt abgesammelt haben. War das jetzt echtes Silber? Ah, nee, Rohsilber. Kannst du es verkaufen oder einschmelzen?
Genau, da müssen wir nicht gucken, wie man das einschmilzt. Dazu brauchen wir wahrscheinlich die, die Mine. So. Oh, Äpfel, die nehmen wir auch noch mit. Kling, kling. So. Saimi. Oh, Saimi, kann ich mal mit dir reden? Tut mir leid, ich kann gerade nicht reden. Es ist wirklich wichtig. Ich weiß, es tut mir leid. Komm später wieder. Ich habe dir was Süßes mitgebracht. Für den Nachmittagstee. Ach, du hast wirklich Nerven, Kind. Komm rein. Ja, ja, ich weiß, tut mir auch alles leid. Deine Sturheit gefällt mir nicht, aber ich akzeptiere deine Entschuldigung. Mach das nie wieder. In Ordnung. Aber ich wollte mit dir über etwas Wichtiges reden. Ja, ja, kleine Kinder haben wichtige Probleme. Worum geht es? Um den Alien da draußen. Wie sagt sie, ist ein Illit. Noch ein Illit in Mara? Das ist in der Tat seltsam. Ich bin doch der einzige Illit hier. Ah, nee, er. Mr. Hochnas. Naja, wir wissen nicht viel über sie. Sie stammt von einem technologisch sehr fortgeschrittenen Planeten mit einer... Jetzt kann ich doch mal probieren. Womit könnte man noch scrollen? Bild runter? Nein. Sechster Block nicht. Enter? Nein. Es gibt einige Geschichten über ihr Reich des Fortschritts. Geschichten über... Darüber, wie sie jeden Planeten verwüsten, den sie besuchen. Ich sollte besser rausfinden, welche Absicht diese Elite hat. Aber ich bin alt. Ach? Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht. Ich denke, du bist zu jung für sowas. Elites können sehr gefährlich sein. Saimi, bitte. Ich bin erwachsen. Koa, das ist eine ernste Angelegenheit. Ich weiß. Ich meine es ja auch ernst. Nein. Gib dich nicht mit diesen Leuten ab. Überlass das Ganze einem Erwachsenen und vergiss die Sache. Schau mich nicht so an. Ich kann das wirklich tun. Es geht nicht darum, dass du es nicht kannst. Es ist einfach nur nicht der richtige Augenblick. Ich habe schon viele Dinge für dich getan. Und du glaubst immer noch, dass ich manche Dinge nicht tun kann, weil ich ein Kind bin. Das ist lustig. Nicht für mich. Es ist lustig, weil ich die gleiche Diskussion mit Haku hatte. Tausendfach. Was? Sie war wie du. Widerspenstig und frech. Oh. Nichts konnte sie aufhalten. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, dass sie etwas nicht tun soll, hat sie es trotzdem sofort getan. Das glaube ich nicht. Oh doch, so war sie. Eine Großmutter schrie, brüllte, stampfte. Sie wälzte sich auf den Boden, bis sie ihren Willen bekam. Du bist genau wie sie. Also schön. Du wirst weit hinauf ins Meer fahren müssen, um rauszufinden, was die Elites auf sich haben. Mit meinem Boot komme ich nicht so weit. Dann solltest du es besser machen. Bitte Caleb an der Werft um Hilfe. Und dann fahr hinauf aufs Meer, um nach Antworten zu suchen. Moment. Boot verbessern? Deine Großmutter hat das auch immer gemacht. Genickt und gelächelt. Mhm. Lächeln und winken. Alles klar. So, wir sollen unser Boot verbessern. Das klingt gut. Als erstes aber, das mitnehmen. Und jetzt gucke ich nochmal. Also. Ernsthaft? Aha, spreche mit Erdogan. Baue eine Mine und fahre nach Natiku. Hä, den Salat haben wir doch Taka schon gegeben, denke ich. Ach, da müssen wir dann nochmal hin. Also, wir müssen jetzt nochmal mit ihr reden. Geh und sprich mit Caleb. Als erstes solltest du das Boot aufbessern. Geh, verschwende keine Zeit. Husch, husch. Rede mit Caleb, aha, um das Boot aufzubessern. Gut. Und dann ist Erdogan dran. Und du bist auch bald dran. So,
Wobei, wenn ich hier oben lang laufe, dann komme ich ja erst zu Erdogan. Dann sollte ich erst mit ihm reden. Ja, erst Erdogan. So. Moin, magst du Geschenke? Ja, sicher doch, jeder mag Geschenke. Ein Elite ist vorbeigekommen und hat mir das hier gegeben. Oh, schon wieder. Ich will es nicht. Willst du es? Weil von diesen listigen Elites besser nicht. Tja, ich muss es so oder so loswerden. Vielleicht kann ich es für dich wegwerfen. Ja, wirf es weg. Ein Geschenk. Wirf das Geschenk des Elite in den Müll. Irgendwie bin ich ja versucht, da reinzugucken, aber ich weiß, dann geht hier noch mehr schief. Ich kenne dieses Spiel so langsam. Also, Erdogan, Müll. Warte mal, in den Müll werfen, das können wir doch dann theoretisch. Schwupp. Wo war denn hier der Recyclingfrosch? Hier. Bis bald. So, zack. Geschenk weg. Jetzt reden wir mit Caleb. Caleb, ich muss mein Boot aufbessern. Halt. Wie soll das Boot aufgebessert werden? Da weiß ich doch nicht. Tiefer legen, breitreifen? Ich weiß nicht. Größer, schneller, vor allem mehr. Wir könnten neue Ruder einbauen. Die Kabine vergrößern. Ah. Was für ein Motor hat es? Ein, der die Ruder antreibt. Natürlich, was auch so. Moment. Der Motor treibt die Ruder an? Okay, ich stelle keine Fragen mehr. Wie viel Strom braucht er? Strom? Womit soll er sonst laufen? Na, mit Treibstoff. Der Quellen von Mara, mit Mala. Ah, wie merkwürdig. Habe ich doch keine Ahnung von. Das ist eine uralte Energiequelle. Heutzutage verwendet sie niemand mehr für diesen Zweck. Ist ja auch ein uraltes Boot. Nun gut. Zuerst müssen wir neue Ruder herstellen. Bring mir etwas Geld, um die Teile zu kaufen. Ich bin mir nicht sicher, wie wir den Tank vergrößern können. Aber das wird nötig sein. Ich kenne einen merkwürdigen Quido. Er weiß eine Menge über Quellen. Blue? Ja. Er ist etwas eigenartig. Stimmt. Aber er ist immer sehr hilfsbereit. Wohl wahr. Also, rede mit Blue über den Treibstoff. Ja. Und du willst Geld haben, hast du gesagt. Beeil dich bitte. Oder auch nicht. So, jetzt verliere ich langsam den Überblick hier. Rede mit Blue, das ist klar. Schon wieder mit Erdogan reden? Da kommen wir doch gerade her. Okay, jetzt gebe ich erstmal den Salat ab. Ich dachte, das hätten wir schon getan. Und dann ist Blue dran. Hör mal, Tucker. Ich habe hier einen gut abgestandenen Salat. Gar nicht so schlecht. Hier, nimm diese Uniform. Ab jetzt lernst du gemeinsam mit Bram. Hallo. Wie lange bist du schon hier? Schon eine Weile. Brrr. Salat, Uniform. Oh, warte. Die kann ich anziehen? Das war ganz links. Da. Cool. Kuh. Sieht doch gut aus. Aber da passt der rosane, der gelbe Fisch nicht dazu. Das sieht schon besser aus. Ja. Gut. Weil ich dich jetzt anspreche? Wie läuft es mit Arwan? Ich kenne ihn nicht und ich bin nicht daran interessiert, ihn kennenzulernen. Warum? Er möchte ein großartiger Koch werden, genau wie du. Ich möchte kein großartiger Koch werden. Ich möchte ein Meisterkoch werden. Genau wie mein Vater und meine Großmutter vor ihm. Sie alle waren Meister der Quido-Küche. Für einen Meisterkoch ist seine Schürze aber immer viel zu schmutzig. Das ist an sich nichts Schlechtes. Schmutz muss sein, Dreck reinigt den Magen.
Schülerin, bring mir etwas Baumwolle und einen Faden. Ich werde eine neue Schürze nähen. Zu Befehl, Herr und Meister. Ich habe zufällig noch alles in der Tasche. Perfekt. Jetzt werde ich immer eine saubere Schürze haben können. Was soll ich als nächstes tun? Du könntest... Oh Mann, ich habe die Schürze schon wieder dreckig gemacht. Wie ist das nur möglich? Wie auch immer. Nimm dies. Gekochter Reis, gegrillter Fisch. Danke. Oh. Ich mache mir Sorgen um Bram. Mm. Was stimmt denn nicht mit ihm? Er mag meine Muscheln und Weißwein nicht. Ja, weil du sie von Ivan kochen lässt. Oh, wie schrecklich. Hm. Moment. So schlimm finde ich das gar nicht. Das ist eins meiner besten Gerichte. Mm. Wenn du willst, kann ich mit ihm reden. Das wäre toll. Frag Bram, warum er Takas Muscheln nicht mag. Du, hör mal, was hast du eigentlich gegen in Alkohol ersäufte Muscheln? Hm. Bram, dein Onkel sagt, du magst eins seiner Gerichte nicht. Ja, es ist nur der viele Alkohol. Muscheln und Weißwein schmecken fürchterlich. Vor allem, wenn Taka sie herstellt. Uah. Ich ziehe es vor, Dessert zu kochen. So ein schöner Pudding. Hier ist gut. Zum Beispiel, ja, sag ich auch, Wackelpudding. Was ist das? Hier, schau, es ist ein wirklich witziges Gericht. Kannst du es meinem Onkel bringen? Nur um zu sehen, ob er es mag. Aber ich soll gleich dem an. Ich traue mich nicht. Weil er will mir wieder Muscheln geben. Und dann kommt mir wieder alles hoch. Ja, in Ordnung. So, einmal Wackelpudding. Hallo Pontius, Pilatus schickt mich. Und? Was hast du denn da? Ein Wackelpudding, das ist ein witziges Gericht. Das erzählt dir Witze. Eine weitere von Brams Erfindungen. Okay, lass mich mal kosten. Nun ja, er ist nicht schlecht. Aber das ist nicht der Weg der Meister. Mm. Würdest du es als Dessert in deiner Strandbar servieren? Etablissement. Wackelpudding. Du hast ein neues Rezept. Danke. Und? Kennst du irgendwelche Piraten? ja. Ich arbeite an einem Spezialmenü für Piraten. Alle Gerichte halten sich eine ganze Zeit und der Geschmack geht auch auf langen Reisen nicht verloren. Ich kann dir das Menü bringen. Aber weißt du denn, wo du sie finden kannst? Hallo? Ich bin reich. Wenn ich übers Meer fahre, kommen die Piraten zu mir. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. In Ordnung, großartig. Ramennudeln und Reiskuchen. Zu Kapitän Lizio. Alles klar. So. Jetzt müssen wir trotzdem noch zu, Rede mit Blue, genau. Und mit Erdogan. Gott, ich komme heute gar nicht mehr von der Stadt runter. Ich will mal wieder nach Hause fahren, ich habe Heimweh. Nee, halt, das ist Ivan. Erdogan wohnt hier hinten. Ich hab Heimweh. Geschlossen, nur geöffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Jetzt ist 16 Uhr. Na gut, dann reden wir mit Blue. Und ich hoffe mal, ich kann irgendwann mal von dieser komischen Insel runter. Ich will ein verbessertes Boot haben. Ich will eine neue Insel entdecken. Ich muss Baumwolle anbauen. Blue, mein Freund. Rate mal, weshalb ich hier bin. Ich soll dir bei deiner Vorbereitung auf deine Reise helfen. Eine spirituelle Reise. Siehst du, ich habe es gewusst. Nun, was möchtest du denn? Hast du einen großen Behälter, den ich als Tank für den Treibstoff aus der Quelle benutzen kann? Was habe ich dir über die Quelle erzählt? Sie versteht es nicht. Ich weiß. Immer Danke sagen. Richtig. Ich verspreche dir, ich bringe dir das nächste Mal eine Opfergabe. Mm. Sehr gut, dann verkaufe ich dir einen neuen Behälter für das Mala. Also, sammle die nötigen Materialien. 1000 Geld haben wir. Wir brauchen 2 Ruder und wir brauchen einen neuen Tank. Okay, pass auf. Wir opfern 5 Salat. Die Naturgeister werden bei der Aufgabe den Weg weisen. Vertrau ihnen. Danke. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Ich denke, ich kriege den Tank von dir.
Sammle die nötigen Materialien und bringe sie zum Aufbessern. Zu Caleb, ja. Ja, verstehe ich aber nicht. Die Ruder kann ich herstellen, das weiß ich. Die 1000 Geld habe ich, aber den Tank, den kriege ich doch von dir hier, mein Freund. Ah. Ach, warte. Den soll ich kaufen. Oh, dann habe ich aber keine 1000 Geld mehr. Ach so, ich kann nur den alten Tank auffüllen. Ja. So. Jetzt habe ich nämlich gerade gesehen, jetzt habe ich nur 600. Okay. Wir müssen an Geld kommen. Ich kümmere mich jetzt erst um die Baumwolle. Ich glaube, das ist wichtiger als alles andere. Und so, mein Freund. Danke. So. Nochmal geguckt. Die Materialien ist klar. Erdogan hat geschlossen. Fahre nach Lakito und bringe das Gericht zu Glizio. Okay. Feierabend. Ich fahre jetzt zu meiner Insel. Und alles andere machen wir dann in der nächsten Folge von dort aus. Weil ich muss endlich die Baumwolle anbauen. Sonst wären wir damit nie fertig. Weil das Zeug braucht ja nochmal eine Woche zum Wachsen. Also ab nach Hause. So. Und mir fehlen immer noch die Ananas. Krieg ich die hierher? Nee. So. Einsteigen. Und Abfahrt. Aha. Also die hat keine Schraube und sie rudert, sondern, egal. Der Motor treibt also die Ruder an. Okay. Dann würde ich einfach sagen, ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Genießt den Tag. Und see you later.